Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 03 und dem Thema Vererbung. Vererbung finden Sie nicht direkt in der Themenliste von Übungsblatt 3, aber Vererbung ist eine wichtige Beziehung zwischen unterschiedlichen Klassen und daher ist es auch ein Thema von Blatt 3, was Sie auch an verschiedenen Stellen in Blatt 3 sehen. Zum Beispiel hier sehen Sie, da bekommen Sie einen ersten Eindruck davon, um welche Art von Beziehung zwischen Klassen es sich bei Vererbung handelt. Eine hierarchische Beziehung. Eine Klasse wird aus einer anderen abgeleitet, eine Klasse erweitert eine andere Basisklasse abgeleitete Klassen. Auch in der Klausur, auch zum Beispiel hier in der Frühjahrsklausur 2020, finden Sie Vererbung explizit beispielsweise in diesen beiden Teilaufgaben, was Sie an dem Schlüsselwort Extens sehen, was wichtig für die Vererbung ist. Wir hatten die Frage zurückgestellt, warum die Einrichtung von Objekten von Klassen so kompliziert sein muss, warum wir da zweimal Robot haben müssen, warum wir da einerseits eine Referenz und andererseits ein Objekt von derselben Klasse einrichten müssen, verbunden damit, dass das Ganze ja dann auch noch im Computerspeicher ziemlich kompliziert organisiert ist. Wir werden uns heute der Antwort nähern. Wichtiger Punkt dabei ist hier, dass links und rechts dasselbe steht, jeweils hier in diesem Beispiel Klasse Robot. Das ist nicht immer der Fall, überhaupt nicht immer der Fall, sondern hier rechts, wo der Typ des Objekts steht, kann auch eine Klasse stehen, die von der Klasse links abgeleitet ist. Solche Konstrukte sehen wir uns heute an. Und wir starten mit einem ersten einfachen Beispiel, das eine erste gute Begründung dafür liefert, wozu Vererbung gut ist, nämlich um Funktionalität einer Klasse zu erweitern. Das heißt, diese Klasse wird nicht wirklich selber erweitert, sondern wir schreiben eine neue Klasse, die Funktionalität der alten Klasse erweitert. Ganz konkret in diesem Beispiel wollen wir eine Klasse SymTurner implementieren, abgekürzt für Symmetric Turner, weil wir bei dieser Klasse neben TurnLeft für die Drehung nach links symmetrisch auch TurnRight für die Drehung nach rechts haben wollen. Das heißt, was wir erreichen wollen, ist eine Klasse SymTurner, die alle Funktionalität der Klasse Robot hat, zum Beispiel hier denselben Konstruktor mit derselben Logik, dass die vier Attribute von Robot initialisiert werden und auch alle Methoden, zum Beispiel diese beiden hier, die die Klasse Robot hat. Und zusätzlich jetzt aber eine Methode TurnRight. Diese Methode TurnRight haben wir bei der Implementation der Klasse Robot ausgelassen, um an dieser Stelle dann zeigen zu können, was es heißt, dass die Funktionalität einer Klasse in einer davon erbenden Klasse erweitert wird. In UML-Diagrammen sieht das Ganze dann so aus. Sie haben hier einerseits die Basisklasse und hier die davon erbende, die erweiternde, davon abgeleitete Klasse. Ja, wir können alles drei sagen. SymTurner erbt von Robot, ist abgeleitet von Robot, erweitert Robot. Und Sie sehen auch, was das hier heißt. SymTurner, wie gesagt, hat alle Funktionalität von Robot und hier schreiben wir dann nur noch als Public-Methode die zusätzliche Methode TurnRight hinein, die Robot noch nicht hat. Und das hier ist die gesamte Implementation der Klasse SymTurner. Die ersten drei Wörter Public Class SymTurner sind so wie bisher auch immer, dass wir da eine Klasse mit diesem Namen SymTurner eben definieren. Extends Robot ist neu. Damit sagen wir genau das, was wir erreichen wollten, nämlich, dass SymTurner alle Funktionalität von Robot hat. Alle Attribute und alle Methoden mit denselben Implementationen dieser Methoden. Das eigentlich Neue ist hier TurnRight. Ja, wie kann man 90-Grad-Drehung nach rechts realisieren, indem man dreimal 90 Grad nach links dreht? Hier wieder die verkürzte Schreibweise nur für unsere Folien, die nicht wirklich Java ist. In Wirklichkeit muss hier natürlich eine echte Vorschleife mit allem drum und dran stehen, damit dreimal Turn Left dann tatsächlich passiert. Wir wollen aber auch noch einen Konstruktor haben, wie bei Robot. Das heißt also so etwas wie hier oben. Wir wissen schon, wie man Konstruktoren definiert. Public, damit wir diesen Konstruktor auch wirklich außerhalb von SymTurner aufrufen können. Dann der Name.
der Methode gleich dem Namen der Klasse. Das heißt, wir haben einen Konstruktor und dann dieselben Parameter wie bei Klasse Robot. Aber Klasse SimTurner kann ja eigentlich mit diesen vier Parametern gar nichts anfangen. Es ist der Konstruktor der Klasse Robot, der diese vier Attribute dann initialisieren muss. Die gehören ja schließlich zu Robot im Private-Teil. Und auch in SimTurner kann man nicht auf diesen Private-Teil von Robot zugreifen. Stattdessen muss dann im Konstruktor von SimTurner der Konstruktor von der Basisklasse Robot aufgerufen werden. Und dazu gibt es eine eigene Schreibweise in Java, nämlich mit Super. Im Konstruktor der abgeleiteten Klasse Aufruf von Super mit Parameterleiste bedeutet der Konstruktor der Basisklasse, der unmittelbaren Basisklasse Robot, wird aufgerufen mit diesen Parameterwerten. Und das ist schon die gesamte Methode SimTurner. So, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. SimTurner war jetzt eben die abgeleitete Klasse von Robot. Jetzt leiten wir umgekehrt eine neue Klasse Slow Motion Robot von Klasse SimTurner ab. Das heißt also, in dieser Beziehung ist SimTurner nicht mehr die abgeleitete Klasse, sondern die Basisklasse. Mit Slow Motion Robot wollen wir etwas Neues zeigen. Eine andere Begründung dafür, warum Vererbung gut ist. Und zwar wollen wir jetzt nicht neue Methoden einfügen, sondern wir wollen Methoden, die SimTurner schon hat, einerseits ererbt von Robot, wie Move und Turn Left, andererseits ererbt von SimTurner, Turn Right, die wollen wir modifizieren, die wollen wir überschreiben mit neuen Implementationen, die ein bisschen anders funktionieren. Und zwar ganz konkret wollen wir hier noch ein Attribut Delay haben für in jedem Objekt von Slow Motion Robot ein Attribut mit einem für dieses Objekt spezifischen Wert für Delay. Und dieser Wert gibt in Millisekunden an, in jedem Aufruf von Move, Turn Left und Turn Right, wie lange dann der ganze Prozess pausieren soll, um dann dem Zuschauer zu zeigen, was eigentlich nach jedem Move, Turn Left, Turn Right tatsächlich passiert ist. Und so sieht dann die Gesamthierarchie aus. Diesen oberen Teil haben wir schon. Von Robot haben wir SimTurner abgeleitet. Und jetzt müssen wir noch Slow Motion Robot implementieren. Und zwar ebenfalls wieder als abgeleitet von SimTurner. Das ist eine Schreibweise, die oft auch verwendet wird, um zumindest die Daten, die Attribute von Klassen bei Vererbung darzustellen. Sie können sich das so vorstellen. Wir haben die Klasse Robot mit den vier Attributen, die Sie ja schon kennen, enthalten in einem Objekt der Klasse SimTurner. SimTurner hat jetzt keine weiteren Daten, keine weiteren Attribute, sodass also das Objekt von SimTurner und das Objekt von Robot identisch sind. Wiederum enthalten in einem Objekt von Klasse Slow Motion Robot, die aber jetzt ein weiteres Attribut Delay hat, sodass also das Objekt von Robot SimTurner in dem Objekt von Klasse Slow Motion Robot enthalten ist. Oder alternativ kann sich das auch wieder so vorstellen, wie wir das typischerweise machen mit Computerspeicher. Hier Rob 1, das ist der übliche Fall, wie wir ihn bisher immer gesehen haben. Rob 1 verweist auf ein Objekt von Klasse Robot und dieses Objekt von Klasse Robot hat eben die vier Attribute von Klasse Robot. Rob 2 verweist auf ein Objekt von Klasse Slow Motion Robot und Slow Motion Robot hat neben den vier Attributen die von Robot an SimTurner und von SimTurner an Slow Motion Robot weitervererbt worden sind, noch ein zusätzliches fünftes Attribut Delay. Und jetzt fangen wir an, diese Klasse Slow Motion Robot zu implementieren. Wieder dasselbe. Wir nennen die Klasse Slow Motion Robot, Public Class Slow Motion Robot, wie immer. Wissen jetzt, wie das geht, dass Slow Motion Robot die Klasse SimTurner erweitern soll, nämlich mit Extends SimTurner. Wir haben schon gesagt, wir wollen dieses Attribut Delay als Private Attribut wieder drin haben. Wir wollen jetzt einen Konstruktor haben mit fünf Parametern, die vier von Slow Motion Robot, X, Y, Direction und Number of Coins. Und zusätzlich Delay. Wir wissen schon, wie
die vier Attribute von Klasse Robot zu setzen sind, das haben wir eben bei SimTurner gesehen, nämlich durch Aufruf des Konstruktors der Basisklasse mit diesen Parametern. Dieser Aufruf von Super ruft den Konstruktor von der direkten Basisklasse SimTurner auf und der, so haben wir es implementiert, ruft den Konstruktor mit denselben Parametern von seiner direkten Basisklasse Robot auf. Das heißt also, indirekt wird hiermit der Konstruktor von der indirekten Basisklasse Robot aufgerufen und dann muss nur noch der Delay korrekt gesetzt werden, auch initialisiert werden, wie die anderen vier Attribute. So, was machen wir jetzt in Move zum Beispiel? Wir wollen zur Erinnerung, wir wollen Move jetzt so implementieren, so anders implementieren, dass eigentlich dasselbe passiert wie bei Robot und SimTurner, aber es soll kurzzeitig noch pausiert werden, nachdem der Bewegungsschritt vollzogen wurde. Das kurzzeitige Pausieren, das kann man so erreichen. Wir nehmen hier einfach zur Kenntnis an dieser Stelle, dass man das so erreichen kann, dass es eine Methode von irgendwoher gibt, die so heißt und der man den Parameter Delay in Millisekunden übergibt. Und dieser Methodenaufruf sorgt dafür, dass entsprechend lange hier dann der Prozess schlafen gelegt wird, wie der Name Sleep ja sagt. Vorher soll der normale Vorwärtsschritt von Klasse Robot dann durchgeführt werden. Und dafür gibt es eine Formulierungsweise in Java, die ähnlich zu der bei Konstruktoren ist, wie wir das eben bei Konstruktoren gesehen haben, wieder mit Super. Mit Super.move wird jetzt, wenn die Methode Move aufgerufen, der unmittelbaren Basisklasse SimTurner. Dort haben wir Move aber nicht überschrieben, sondern stattdessen einfach, weil wir es nicht überschrieben haben, vererbt bekommen von Klasse Robot, sodass hier also mit Super.move tatsächlich die Methode Move von Klasse Robot, die ja einen Schritt in Blickrichtung des Robots macht, dann aufgerufen wird. Hätten wir hier nicht Super davor geschrieben, sondern nur Move, dann wäre tatsächlich hier diese Methode Move, die wir gerade schreiben, indirekt innen drin nochmal aufgerufen worden. Mit solchen Sachen, dass eine Methode sich selbst aufruft, werden wir uns später erst befassen, im Zusammenhang mit Rekursion. So, Vererbung von Attributen haben wir im Prinzip schon jetzt gesehen anhand der Attribute von Klasse Robot, die an SimTurner und an Slow Motion Robot vererbt worden sind. Hier nochmal ein illustratives, künstliches Beispiel nochmal. Um den allgemeinen Fall zu sehen, wir haben hier drei Klassen X, Y, Z. X hat nur das eine Attribut, Y hat noch ein zweites Attribut, Z hat noch ein drittes Attribut und Sie sehen hier oben, was passiert. X, klein x, verweist auf ein Objekt von Klasse Groß X und das hat nur i. Als einziges Attribut Y hat von Groß X, Groß Y hat von Groß X das Attribut I vererbt bekommen und zusätzlich noch Attribut D. Hier sehen Sie das Objekt von Klasse Groß Y mit diesen beiden Attributen und entsprechend nach derselben Logik das Objekt von Klasse Groß Z hat Attribut I von Groß X, Attribut D von Groß Y und Attribut C in Klasse Z selber noch eingeführt. So, jetzt müssen wir ein bisschen nochmal auf die Zugriffsrechte schauen. Wir kennen Public, wir kennen Private. Protected kennen wir noch nicht. Wird jetzt hier nochmal thematisiert auf dieser Folie. Also, sammeln wir nochmal. Wenn irgendein Attribut oder eine Methode einer Klasse public ist, dann kann man ohne Probleme von überall von außen darauf zugreifen. Ja, dann kann ich ein Objekt der Klasse Groß X einrichten und kann da problemlos auf das Attribut i zugreifen. Wenn hingegen, was wir auch schon kennen, ein Attribut oder auch eine Methode private ist,
dann kann man von nirgendwo außerhalb der Klasse Groß X drauf zugreifen. Dann kann man nur in den Methoden der Klasse Groß X drauf zugreifen und nirgendwo sonst. Eine Mittelstellung nimmt jetzt Protected ein, wenn ein Attribut Protected definiert ist, wie hier dieses Double D, dann darf auch darauf in einer abgeleiteten Klasse wie Y zugegriffen werden. Also auf Public und auf Protected in der abgeleiteten Klasse, auf Private weiterhin nicht. Das ist das, was diese Unterscheidung zwischen Public, Private und Protected, wie ich sie jetzt hier getroffen habe, ist noch nicht ganz vollständig, aber für unsere Zwecke hier reicht sie. Ja, um es vollständig zu machen, müsste ich noch was über Packages sagen. Das machen wir an dieser Stelle jetzt hier nicht. Für unsere Zwecke reicht. Protected hat so eine mittlere Funktion, nicht ganz public, sondern nur public, auch in den von Groß X abgeleiteten Klassen und dementsprechend auch nicht ganz private. So, jetzt gucken wir uns das an, nochmal zusammen. Alles zusammengesammelt. Wir haben die Klasse Robot, davon haben wir die Klasse SimTurner abgeleitet und davon haben wir die Klasse Slow Motion Robot wieder abgeleitet. Wir haben in Klasse Robot eine Methode Move und genau dieselbe Methode Move, aber mit etwas anderer Implementation, haben wir in Klasse Slow Motion Robot. Und die Frage ist, wie sieht das jetzt eigentlich aus mit den Aufrufen? Da kommen wir jetzt langsam dahin, dass links und rechts auch unterschiedliche Klassen stehen dürfen bei der Einrichtung eines Objektes und einer Referenz. Aber zunächst einmal betrachten wir hier etwas Grundsätzliches. Wir haben noch nicht alles gesagt bisher dazu, was in einem Objekt von einer Klasse drin ist. Wir haben bis jetzt immer nur gesagt, okay, wir haben die vier Attribute der Klasse Robot mitgegeben und diese vier Attribute sind für die ist in jedem Objekt der Klasse Robot jeweils Speicherplatz reserviert. Was wir aber noch nicht gesagt haben, ist etwas, das Sie auf dieser Folie hier sehen, nämlich dass noch zusätzlich typischerweise oder eigentlich ganz sicher am Anfang des Objektes noch zusätzlich ein weiteres anonymes, nicht von uns ansprechbares Attribut drin ist, das wiederum ein Verweis ist, also die Adresse speichert von einem Objekt, das es nur einmal im ganzen Programm gibt. Und dieses Objekt, auch das können wir nicht direkt ansprechen, das enthält eine ganze Menge von Daten zur Klasse Robot. Und das schauen wir jetzt alles dann an, was das bedeutet, wenn jetzt Vererbung ins Spiel kommt. Wir haben jetzt hier Rob 1 von Klasse Robot und haben auch ein Objekt von Klasse Robot eingerichtet. So, dieses anonyme Verweis auf die Daten zu Klasse Robot, der enthält einiges an Daten noch, die hier nur ausgegraut sind, die uns hier an dieser Stelle nicht weiter interessieren. Und enthält noch eine Methodentabelle. Und in dieser Methodentabelle ist ein Eintrag an einer ganz spezifischen Position, ein Eintrag jeweils für jede Methode, die die Klasse Robot hat. Da ist ein Eintrag für Move, ein Eintrag für Turn Left, ein Eintrag für Has Any Coins und so weiter und so fort. Und was steht da drin in diesem Eintrag der Methodentabelle? Da steht drin, der Verweis, die Anfangsadresse, grob gesprochen, der Implementation von Move, wie wir Move in Robot implementiert haben. Und bei Turn Left und bei Has Any Coins entsprechend. So, jetzt haben wir hier die Situation, wir haben von Robot, haben wir SimTurner abgeleitet und haben hier ein Objekt jetzt eine Referenz und ein Objekt von SimTurner eingerichtet. Und dieses Objekt von SimTurner, wie jedes andere Objekt von Klasse SimTurner, hat einen anonymen Verweis auf die Daten zu Klasse SimTurner. Da sind auch wieder da oben ein paar Informationen drin zur Klasse SimTurner, die uns jetzt nicht weiter interessieren und die Methodentabelle. Und in SimTurner haben wir ja nichts anderes gemacht als eine Methode TurnRight zusätzlich hinzuzufügen. Das sehen Sie an der Methodentabelle.
Wir haben an derselben Stelle, in derselben Position den Eintrag für Move und der verweist auf dieselbe Anfangsadresse. Und genauso gut bei Turn Left und bei Has Any Coins und so weiter. Und hier haben wir jetzt einen zusätzlichen Eintrag, den wir in der Methodentabelle von Klasse Robert nicht hatten, nämlich für Turn Right. So, wenn ich jetzt beispielsweise Move mit Rob 1 aufrufe, dann wird hier erstmal geschaut auf die Methodentabelle, auf den Eintrag, auf die Position, den Index von Move und diese Methode wird aufgerufen. Wenn ich jetzt dasselbe mache mit Rob 2, dann wird hier in diesem anonymen Verweis auf die Methodentabelle von SimTurner zugegriffen. Hier an der entsprechenden, exakt derselben Stelle findet sich der Eintrag für Methode Move und es findet sich dieselbe Implementation von Methode Move. Das ist gemeint, wenn wir sagen, dass Move von Robert an SimTurner vererbt wird. In der Methodentabelle von SimTurner steht einfach bei Move derselbe Eintrag wie bei Robert. Und dasselbe mit sämtlichen anderen Methoden. Und es steht noch ein weiterer Eintrag ganz hinten dran auf die neue Methode, auf deren Implementation von TurnRight. So kommt es zustande, dass SimTurner die Methoden von Robert einfach so hat. Es wird jedes Mal das, was ich eben skizziert habe, hier tatsächlich durchgeführt, wenn eine Methode aufgerufen wird. Jetzt ist die Situation ein wenig anders bei Slow Motion Robot, denn bei Slow Motion Robot haben wir die Methoden von Robot Move, Turn Left und Turn Right nicht einfach so übernommen, nicht einfach akzeptiert, dass wir sie vererbt bekommen haben, sondern wir haben sie in Slow Motion Robot überschrieben und das Ergebnis ist, sehen Sie an der Methodentabelle. An der Stelle, die für Methode Move reserviert ist, steht hier bei Robot Move die Implementation von Move von Robot und hier die Implementation von Move von Slow Motion Robot. Das heißt also, wenn ich Methode Move aufrufe mit Slow Motion Robot, dann wird hier auf die Methodentabelle von Slow Motion Robot zugegriffen und die Implementation Move von Slow Motion Robot wird aufgerufen. Genauso hier bei TurnRight hat es in Robot noch nicht gegeben, aber in SimTurner schon gegeben. Haben wir aber auch überschrieben und deshalb wird hier TurnRight von Slow Motion Robot aufgerufen. Wir haben das Erbe sozusagen verweigert, haben unsere eigenen Methoden Move, Turn Left und Turn Right implementiert und was sich darin niederschlägt, wenn wir jetzt mit Slow Motion Robot diese Methoden aufrufen, dann werden diese anderen Methoden Implementation aufgerufen. Bei Has Any Coins haben wir nichts überschrieben und auch bei allen anderen Methoden von Robot nicht. Diese Methoden, da haben wir dasselbe wie vorher bei SimTurner, die werden weiterhin vererbt. Das heißt also, der Eintrag in der Methodentabelle an der Position von Has Any Coins ist bei Slow Motion Robot derselbe wie bei Robot. So, es ist wichtig, sich klar zu machen, nochmal, das hatte ich zwar gesagt, aber es ist wichtig, sich das ganz klar zu machen, dass diese Informationen für eine Klasse, also diese zusätzlichen ausgegrauten Informationen, die wir hier ausgelassen haben, plus die Methodentabelle, dass die für jede Klasse nur einmal im gesamten Programm drin sind. Das heißt, wenn Sie mehrere Objekte von Klasse Robot haben, wie auf dieser Folie, dann verweisen diese anonymen Verweise alle auf dasselbe Objekt. Es gibt keine Notwendigkeit, mehrere Duplikate dieser Daten für Klasse Robot zu halten. So, jetzt kommen wir endlich wie angekündigt zu der Situation, dass links und rechts unterschiedliche Klassennamen stehen. Der Grund dafür, warum wir das alles so kompliziert haben, ist eben, dass es auch manchmal, so wie hier, komplizierter sein kann, als nur, dass links und rechts derselbe Klassenname steht. Ich hatte es aber auch schon gesagt, rechts kann derselbe Name stehen wie links oder der Name einer Klasse, die von der Klasse links direkt oder indirekt abgeleitet ist, so wie jetzt hier Slow Motion Robot. So, was passiert jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise Move mit diesem Rob aufrufe? Das Objekt ist vom Typ Slow Motion Robot, nicht vom Typ Robot. Der Verweis Rob ist vom Typ Robot, aber das Objekt ist vom Typ Slow Motion Robot. Das heißt also,
Der anonyme Verweis hier geht auf die Daten von Slow Motion Robot und damit auf die Methodentabelle von Slow Motion Robot und damit auf Move von Slow Motion Robot, Turn Left von Slow Motion Robot, Turn Right von Slow Motion Robot und Has, nein, Entschuldigung, zu Turn Right komme ich gleich. Aber bei Has Any Coins, das haben wir nicht überschrieben, da haben wir ja eben gesehen, dass die Methodentabelle von Slow Motion Robot denselben Inhalt hat an dieser Stelle wie Robot. So, jetzt komme ich zu Turn Right. In Klasse Robot, also der Klasse von Rob, ist Turn Right noch nicht definiert. Und die Regel ist, wenn in der Klasse von diesem Rob noch nicht eine Methode definiert ist, dann darf sie über Rob auch nicht aufgerufen werden. Das hat gute Gründe, die wir uns später auch noch mal genauer ansehen werden. Das heißt also, Turn Right kann mit Rob nicht aufgerufen werden, deshalb ist das hier ausgekreuzt rot. Aber die Methoden, die von Robot sind, und da wird eben immer etwas anderes aufgerufen, je nachdem, ob überschrieben worden ist für Slow Motion Robot oder von Robot ererbt worden ist. So, jetzt haben wir Slow Motion Robot soweit fertig. Jetzt implementieren wir noch eine weitere Klasse, die von SimTurner vererbt wird. Und sie haben typischerweise dann solche Bilder wie hier, um das zusammenzufassen, dass diese beiden Klassen dann von SimTurner abgeleitet sind. Also die Pfeile werden dann so zusammengefasst, typischerweise. So, was macht Fast Robot? Fast Robot soll nochmal, ähnlich wie SimTurner, nichts an der Funktionalität ändern, sondern nur eine zusätzliche Methode einführen. Ja, in SimTurner hatten wir die Methode TurnRight zusätzlich eingeführt. Jetzt wollen wir eine zusätzliche Methode Move einführen. Die heißt genauso wie die Methode Move von Robot, hat aber eine andere Parameterliste. Und das bedeutet, Java behandelt diese Methode als eine völlig separate Methode, die mit der Methode Move von Robot überhaupt nichts zu tun hat. Eine zufällige, wenn man so will, Koinzidenz der Namen. Genau, so gut hätten wir die Methoden M1 und M2 nennen können. Das ist vollkommen egal. Das heißt nur zufällig, natürlich nicht zufällig, denn wir haben das ja absichtlich so gewählt, aber für den Compiler ist das völlig egal. Es sind zwei verschiedene Methoden. Sodass also ein Fast-Robot alles machen kann, so wie vorher auch der SimTurner alles machen kann, was der Robot machen kann, mit Move und Turn Left und jetzt noch eine zusätzliche Methode, die auch Move heißt, aber einen Parameter vom Typ Int hat und sagt, deshalb Fast-Robot 5 Schritte gleich bei einem Move mit diesem Move, mit dieser Move-Methode sollen gleich 5 Schritte auf einmal gemacht werden. Das ist unser erstes Beispiel für Überladung. Wir haben Überschreiben von Methoden gesehen. Dass ein und dieselbe Methode mit völlig gleichem Namen und gleicher Parameterliste, Move ohne Parameter, in Slow Motion Robot nochmal geschrieben wurde, obwohl sie in Robot schon da ist. Etwas völlig anderes ist Überladung von Methoden. Hier haben wir die Situation, dass wir in ein und derselben Klasse mehrere Methoden haben, die denselben Namen haben, nur mit ausreichend unterschiedlicher Parameterliste, sodass es da keine Missverständnisse gibt. Wie gesagt, für den Compiler, für Java, ist der Unterschied zwischen diesen, sind das völlig unterschiedliche Methoden, die halt nur aus irgendwelchen komischen Gründen gleich heißen, aber der Compiler kann sie durch die unterschiedlichen Parameterlisten völlig auseinanderhalten und behandelt sie so, als wenn sie alle drei völlig unterschiedlich auch benannt worden wären. Ja, so kann man zum Beispiel dann auch das Move, das haben wir eben gemacht, verwenden. In dem einen Move können wir das andere Move verwenden. Oder hier haben wir jetzt die Situation, mit der wir gestartet sind, dass in der Klasse Fast Robot, weil eben Robot erweitert wird, wird Move vererbt,
an Fast Robot, Move ohne Parameter, mit leerer Parameterliste und zusätzlich noch Move mit einem Int-Parameter hinzugeschrieben. Das heißt, durch Vererbung haben wir hier einen Fall von Überladung. Wir haben hier zweimal Move in friedlicher Koexistenz nebeneinander mit leerer Parameterliste und mit einem Parameter vom Typ Int. Dasselbe geht auch bei Konstruktoren. Sie können, das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt, aber Sie können auch mehrere Konstruktoren haben. Auch hier wieder müssen die Parameterlisten unterschiedlich sein. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein. Wir haben ja häufig die Situation, dass wir gar keine Anzahl von Münzen, also dass wir gar keine Münzen haben wollen in einer Anwendung von Klasse Robot, so dass wir da also zum Beispiel, dass es Sinn macht, für in solchen Fällen einen Konstruktor zu haben, der nur diese drei Parameter setzt, also diese drei Attribute dann auf Basis dieser drei Parameter setzt und die Anzahl der Münzen einfach auf 0 setzt. Oder ins Extrem genommen ein durchaus nicht seltener Fall, dass wir zum Beispiel einen Konstruktor ohne Parameter haben und der ruft einfach einen Konstruktor, einen anderen Konstruktor derselben Klasse auf mit irgendwelchen Standardwerten, die dann gesetzt werden in diesem Fall. Hier sehen wir noch eine Formulierungsweise, nämlich mit this wird aus einem Konstruktor ein anderer Konstruktor derselben Klasse aufgerufen. Mit super wurde ein Konstruktor der Basisklasse aufgerufen. Mit this wird ein Konstruktor, ein anderer Konstruktor derselben Klasse aufgerufen. So, jetzt haben wir das gesehen, dass wir also rechts eine abgeleitete Klasse von links haben können. Dass also eine Referenz auf ein Objekt verweisen kann, das nicht zur selben Klasse gehört, sondern zu einer direkt oder indirekt abgeleiteten Klasse. Und der Vollständigkeit halber schauen wir uns das auch mal in einem Array an. Hier sehen Sie dann auch ein Beispiel dafür für die Mächtigkeit dieses Konzepts. Sie können ein Array haben von Klasse Robot und dahinter verbergen sich sehr, sehr unterschiedliche Roboter-Objekte. Von SimTurner, von Slow Motion Robot, natürlich auch von Robot, von Fast Robot und so weiter. Und wenn Sie jetzt hier zum Beispiel mit allen diesen Objekten einen Vorwärtsschritt machen, dann passiert jeweils etwas Unterschiedliches, nämlich das, was diese Klasse jeweils sagt, wie in dieser Klasse Move implementiert ist. Ob es von Robot vererbt worden ist und dann eben dasselbe macht wie in Klasse Robot oder ob es etwas ganz anderes macht oder naja, nicht ganz anders, aber schon anders wie etwa in Klasse Slow Motion Robot. Und so, da können wir noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt kommen wir mal wieder, lösen wir uns mal von Fobot. Ein anderes Beispiel, das im Kapitel 02 sehen, also der Sinn und Zweck von Kapitel 02 ist einfach dieses Fallbeispiel Grafik, dass Sie verschiedene Klassen ableiten können von einer Basisklasse. Die Idee ist, Sie haben eine übergeordnete Basisklasse, die repräsentiert einfach das Konzept, dass Sie eine zweidimensionale Form irgendwelcher Art haben. Deshalb geometrische Figur, geometrische Form, zweidimensional. Und für jede verschiedene Art von geometrischer Form im zweidimensionalen, die Sie in Ihrem Programm darstellen wollen, die Sie in Ihrem Programm verwenden wollen, leiten Sie davon eine Klasse ab und geben zum Beispiel der Kreisklasse einen Mittelpunkt, x- und y-Koordinaten des Mittelpunkts plus Radius, bei der Rechteckklasse beispielsweise x- und y-Koordinate einer der vier Ecken und dann die Breite und die Höhe, wenn es ein achsenparalleles Rechteck sein soll und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt hier ganz kurz, was bedeutet Abstract? Abstract bedeutet ganz allgemein, dass eine oder mehrere Methoden nicht implementiert sind, so wie hier im 1, wie wir es bisher kennen, sondern nicht implementiert sind, sondern abstrakt deklariert sind und anstelle der Implementation in geschweiften Klammern haben Sie einen Abschluss mit Semikolon. Wenn Sie mindestens eine abstrakte Methode haben in einer Klasse, dann müssen Sie auch Abstract vorne wegschreiben, sonst geht es nicht durch den Compiler durch.
damit jeder, der auf diese Klasse schaut, sofort sieht, aha, diese Klasse hat abstrakte Methoden. Das hat Konsequenzen. Wenn eine Klasse abstrakte Methoden hat, dann darf kein Objekt von dieser Klasse eingerichtet werden. Das sehen Sie hier. Die Klasse X ist abstrakt, weil sie die Methode M2 hat, die abstrakt ist. Die Klasse Y ist nicht abstrakt, weil diese Methode M2 jetzt tatsächlich hier implementiert wird. Ja, würde die Methode M2 hier nicht implementiert sein in Y, dann wäre auch Y abstrakt. Aber Y hat diese Methode implementiert, hat damit also nur implementierten, keine unimplementierten Methoden. Und deshalb gibt es überhaupt kein Problem damit, auch Objekte von Klasse Y zu generieren. Auch mit einem Verweis vom Typ Klasse X auf ein Objekt von Klasse Y. Ja, da gibt es überhaupt kein Problem damit, wenn jetzt eine Methode M1 oder M2 aufgerufen wird mit dem Referenz B oder der Referenz C, dann ist diese Methodenimplementation da, nämlich die Methodenimplementation von Y bei M2 und das kann daher aufgerufen werden. Es gibt überhaupt keinen Grund, das zu verbieten. Das hier muss verboten werden. Denn ein Objekt von Klasse X hat eine nicht implementierte Methode M2 und wenn Sie jetzt hier mit A M2 aufrufen, dann wird eine Methode aufrufen, die gar nicht implementiert ist. Das Ganze kann man natürlich dann auch weiterführen, dass wir zum Beispiel eine Zwischenklasse einführen, die immer noch nicht alle Methoden implementiert hat und deshalb immer noch abstrakt sein muss und erst jetzt hier. Klasse Y hat alle Methoden implementiert, dann sehen Sie, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Von den beiden abstrakten Klassen dürfen keine Objekte eingerichtet werden. Von der nicht abstrakten Klasse Y dürfen problemlos Objekte eingerichtet werden. Und es ist egal, von welchem Typ die Referenz ist, die darauf verweist. So, jetzt kommen wir zurück zu dieser geometrischen Figur. Geometrische Figuren haben ja einiges gemeinsam, nicht? Jede Art von geometrischen Figur, egal was wir jetzt eben gesehen haben, Kreis, Rechteck, Ellipse und so weiter und so fort, hat gewisse Attribute gemeinsam. Position, X- und Y-Koordinate der Position, ein Rotationswinkel, ein Transparenzwert, also wie stark durchscheinend dieses Objekt gezeichnet werden soll und eine Farbe für die Grenze. Für die Abgrenzung und eine Farbe für die Füllung. Klasse Color können wir hernehmen. Die ist in der Java Standardbibliothek. Klasse Color bietet die Möglichkeit, Farben zu definieren in Rot-Grün-Blau-Modus. Also als Mischung, als Kombination von Rot-Grün- und Blau-Werten. So, und hier kommen wir jetzt dahin, warum das Ganze sinnvoll ist. Hier sehen Sie jetzt ein Beispiel dafür, warum dieses ganze Beispiel überhaupt sinnvoll ist. Wenn wir jetzt so eine Basisklasse haben, wie GeomShape 2D, und alles ist davon abgeleitet, alle konkreten Klassen für konkrete zweidimensionale Gebilde, dann können wir zum Beispiel ein Bild einrichten, schlicht und einfach als ein Array. Hier dieses ein Bild einrichten, Picture nenne ich das sogar, mit drei verschiedenen Komponenten, aus denen sich dieses Bild zusammensetzt. Mit einem Kreis, mit irgendwelchen Werten, die angeben, wo dieser Kreis platziert ist und wie groß, welchen Radius er haben soll, mit einem Rechteck, wo dieses Rechteck platziert sein soll und welche Größe es hat, gerade Linie, von wo nach wo diese Strecke gehen soll. So, und jetzt kann ich einfach, so wie wir das vorher gesehen haben, dieses Bild zeichnen, indem ich kann ja nicht für allgemeine Grafikobjekte sagen, was es heißt, das zu zeichnen, ja? Für einen Kreis, für ein Rechteck, für eine Strecke bedeutet das Zeichnen dieses Grafikobjektes ja jeweils was völlig anderes. Und deshalb wird Paint in GeomShape 2D abstrakt sein, weil wir gar nicht wissen, wie wir diese Methode hier implementieren könnten. Aber in jeder der abgeleiteten Klasse Circle, Rectangle, Straight Line werden wir dann eine passende Implementation in der Methode Paint
dann realisieren. Und wenn jetzt zum Beispiel für i gleich 0 hier dieser Circle gemalt werden soll, dann wird Paint von der Klasse Circle aufgerufen und tut für dieses Circle-Objekt, wenn wir es richtig implementiert haben, dann sicherlich das Richtige. Genauso für i gleich 1 haben wir ein Rechteckobjekt, wird Paint für Klasse Rectangle aufgerufen und tut ja, wenn wir es richtig implementiert haben, genau das Richtige und so weiter und so fort. So, hier sehen Sie dann nochmal die abstrakte Methode Paint in der Basisklasse GMShapes2D, die wir eben nicht implementieren können, weil wir gar nicht wissen, wie eine gemeinsame Implementation des Zeichnens für Kreise, Rechtecke, Strecken und so weiter und so fort aussehen könnte. Und hier wäre beispielsweise Methode Paint für Klasse Circle. Klasse Circle ist abgeleitet von GeomShape2D, hat eine Methode Paint, GrafixG, das wird in den Foliensätzen aus der Vorlesung nochmal genauer gesagt. Das ist die Brücke zur Zeichenfläche. Die Zeichenfläche könnte beispielsweise in einer HTML-Seite sein oder in einem Fenster, was von einem Java-Programm aufgemacht wird oder was auch immer. Das ist die Brücke, die Repräsentation der Zeichenfläche, und diese Klasse Graphics hat Möglichkeiten, die Sie hier sehen, um auf diese Zeichenfläche, die hinter diesem Graphics-Objekt steht, dieses Graphics-Objekt als Mittler zu dieser Zeichenfläche, um da etwas zu zeichnen. Zum Beispiel um die Farbe zu setzen. Und Klasse Graphics hat etwa eine Methode Fill Oval, mit der man Ellipsen zeichnen kann. Aber jeder Kreis ist auch eine Ellipse. Man muss halt nur entsprechend die beiden Radien gleich auf gleiche Größe nehmen. Und nochmal die Farbe setzen, um den Rand zu zeichnen. Und dann nochmal mit Draw Oval dann den Rand tatsächlich zu zeichnen. Mit dieser Farbe, die nach dem zweiten Set Color dann eingestellt ist für das Grafikobjekt. Damit sind wir da im Prinzip durch. Nur noch eine kleine Bemerkung danach. Es macht durchaus für viele Klassen Sinn, zum Beispiel für die Klasse String aus der Standardbibliothek, die wir uns dann in einem anderen Video noch genauer ansehen. Es macht durchaus Sinn zu sagen, okay, von dieser Klasse soll auf keinen Fall andere Klassen abgeleitet werden. Diese Klasse ist intern so komplex, hat solche Konsistenzbedingungen so ausgefuchst. Wer immer davon seine eigene Klasse ableitet, wird mit Sicherheit dann Fehler machen, weil er das Komplexe im Private Teil und die Interaktion mit der abgeleiteten Klasse nicht verstehen, nicht durchdringen wird, sodass es also eigentlich ausgeschlossen ist, dass man was Vernünftiges machen kann, wenn man von dieser Klasse String ableitet. Deshalb gibt es die Möglichkeit, hier Final reinzuschreiben, und wenn dann irgendeine Klasse von dieser Klasse abgeleitet wird, wenn man das versucht, geht es nicht durch den Compiler durch, weil eben diese Klasse String Final deklariert ist. So, damit sind wir mit diesem Video zum Ende.